Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Sonntag, das heißt, es gibt wieder eine Reaction auf das Fußballcamp. Bevor das Video losgeht, Leute, erstmal vielen, vielen Dank für 16.000 Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, wann ich die erreicht habe, aber ich habe es jetzt irgendwie gestern gesehen. Also weiß ich sehr zu schätzen, Leute, finde ich richtig cool. Das zweite ist, krass, dass so viele kommentiert haben. An der Stelle müssen wir natürlich auch einen Blick auf die Tafel werfen. Ich habe alle drauf geschrieben, die kommentiert haben. Wer noch nicht auf der Tafel ist, Leute, kommentiert. Unten in der Ecke Marc Meyer, der wollte nach unten links. Und das dritte ist, wenn dieses Video 200 Likes kriegt, werde ich am Mittwoch einen verlorenen Mallorca-Vlog hochladen. Also ich hatte da ein bisschen gebloggt. Deswegen, Leute, liked das Video, kommentiert das Video und dann werdet ihr am Mittwoch den Mallorca-Vlog sehen. Ich will auch gar nicht zu viel jetzt reden. Ich würde sagen, es ist Zeit für die zweite Folge. Ich bin mal sehr gespannt. Da muss ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Screentime haben. Und man wird meine Rolle ein bisschen kennenlernen. Also das, ja. Ja. So Leute, heute auch mit Kopfhörern, damit der Sound besser ist. Danke an den Ehrenmann, der das kommentiert hat. Und let's go. Ich würde sagen, das Intro überspringen wir, weil das haben wir jetzt alle schon gesehen. So, los geht's. Männer, ausladen bitte. Okay. Ah, dein schöner Koffer. Hübsch. Hast du den von deiner Mom? Ja, hab ich sogar von meiner Mom. Ey, über die Stelle rege ich mich immer noch auf. Das war so ein bisschen improvisiert. Ich habe halt diesen benannten Koffer mitgehabt. Und er sagt, hast du den von deiner Mom? Anstatt dass ich sage, nein, von deiner Mom, sage ich, ja, habe ich sogar von meiner Mom. Oh mein Gott. Oh. Wirklich, kennt ihr sowas, wenn ihr was sagt? In dem Moment bereut ihr es. Es war so, hast du es von deiner Mom? Ja, habe ich von meiner Mom. Oh mein Gott, warum sage ich das? Aber mein Mund hat einfach schon weiter geredet. Ja, aber denkt euch, Leute, wenn ich nochmal die Chance dazu hätte, würde ich sagen, nein, von deiner Mom. Ja. Das sind unsere Räumlichkeiten. Such euch bitte hier dein Zimmer aus. Meine Stube ist hinten rechts. Das ist schon gut gemacht, ey. Das muss ich schon echt sagen. Ich habe echt gut hinbekommen. Ey, jetzt hat er das mal bekommen. Wo soll ich denn Bach machen? Ja gut, Leute, habe ich euch gesagt, meine Rolle ist so ein bisschen anders, würde ich sagen. Ne? Also jeder, der Bachmann kennt, weiß, was ein Bachmann ist. Also der Gonzalo, das bin ich, ist ja meine Rolle. Der Gonzalo, der ist auf jeden Fall ein Wilder, nicht so wie ich. Okay, bevor die Szene kommt, ja, falls es irgendjemand guckt, der mich in echt kennt, mach das Video jetzt einfach aus, okay? Mach das Video einfach aus. Das ist nicht einer meiner stolzesten Momente. Das ist genau das, wovon ich rede. Solche Fußballspiele, Alter. Das ist ja perfekt. Sogar schon richtig geiler Urlaub hier, ey. Nice. Gonzalo halt, ne? Nein, ne. Ja, ja. Oh, hey, Gonzalo. Ja. Ich wollte mal dein Zimmer ein bisschen abchecken. Das ist ja ganz schön. Mein Zimmer war wirklich nice. Das war wirklich nice. Die nächste Bar ist einfach eine Stunde zu Fuß entfernt, Digga. Was für eine Bar? Was redest du von Bar, Mann? Ja, wieso bist du denn hier wegen Fußball spielen, oder? Ja, natürlich. Ich will Fußballprofi werden. Fußball ist mein Leben. Bruder, ich bin ja wegen ein paar anderen Bällen, Alter. Du weißt, was ich meine. In 10 Minuten Antritt zum ersten Training. Gar nicht ready dafür. Ja. Hugo. Leute, an der Stelle werdet ihr auf jeden Fall, glaube ich, verstehen, warum ich letzte Woche meinte. Ich bin mal gespannt, was ihr zu meiner Rolle sagt. Der Gonzalo, es ist offensichtlich der Gonzalo, der ist ein kleiner Fuckboy. Der ist da, um Spaß zu haben, aber nicht mit Fußbällen, sondern mit Frauen. Das ist meine Rolle. Es ist offensichtlich nur eine Rolle, Leute. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das bin ich in Fußballcamp. Ja, ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr glaubt, was meine Rolle sein wird. Und einige haben gesagt, ich bin so eine Art Playboy dort und ja, ihr hattet recht. Ich erkläre dir jetzt hier nochmal, wie das Fußballcamp abläuft. Jetzt kommt die erste Trainingseinheit, Leute. Antreten lassen, da sind sie auch schon ein bisschen zackiger. Man sieht auf jeden Fall, ich bin motiviert, ich habe richtig Bock drauf. Annehmen. Hier der Strafenkatalog, nimm das mal. Hallo Herr Günther. Das kann ich lesen. Nimm das jetzt, ich habe dir jetzt gesagt, nimm es. Und schon so viel brauner dort, Alter, ich bin schon so weiß geworden. Gelbe Karte. Bei der zweiten Verwarnung rot, dann fliegt ihr aus dem Fußballcamp raus. Dann sitzt du schneller im Flieger, als du Eigentor sagen kannst. Eigentor? Also, hey! Schlappe mal.
Also nochmal die Regeln zusammengefasst. Sonst achtet auf Lokos Hose, Leute. Der hat immer eine Banane in der Hose. Nur wir sind auf diesem Grundstück. Keine fremden Personen. Und ihr verlasst das Anwesen nur, wenn ich das sage. Habt ihr es verstanden? Das geht in Ordnung, Herr Günther. Ich hoffe, das geht gut. Aber andererseits, ich kann jetzt auch nicht ohne Emily hier die ganze Zeit verbringen, Mann. Da werde ich noch verrückt. Auch wenn ich unbedingt Fußballprofi werden will. Aber ohne Emily geht nicht. Gott, die Szene hat so richtige Netflix-Vibes, so richtige Elite-Vibes, finde ich. Ey, unser Anwesen war echt geil dort. Wir waren so einfach von jeder Menschenseele weit entfernt. Einfach komplett weg. Guckt euch den Typen an. Ey, da habe ich wieder mehr trainiert. Ich muss wieder mehr trainieren. Da war ich ein bisschen durchtrainierter. Runter. So. Links. Ganz langsam ein bisschen Affenzahn. Achtmal auf Holzi. Nein, mein Lieblingsseben. Und runter. Zweite Übung. Skater Jumps. Ab rechts. Hier schon wieder los, mein Gott. Ich kann nicht mehr. Was ist denn dein Problem? Das ist zu anstrengend. Also mit so einer mangelhaften körperlichen Fitness kann ich euch keinen. Okay, an der Stelle, glaube ich, wissen wir alle, dass es dann echt nicht so ausgehen würde, ne? Weil ich ja der am meisten durchziehen würde. Naja, aber Spaß beiseite. Ich bin natürlich in der Serie nur der absolut nicht sportlich ist und einfach nur Frauen haben will. Deswegen, die anderen Jungs haben richtig Bock, die anderen Jungs sind motiviert und ich. Eben nicht. Fußball beibringen. Auf dem Niveau. Dann sollt ihr mit dem Ball machen. Wir werden jetzt erstmal laufen. Wir treffen uns gleich da unten. Eine Minute habt ihr noch Zeit. Bis gleich. Toll, wegen dir. Der Typ will uns auch umbringen. Und das bei 30 Grad. Wegen dir, Mann. Sorry. Die Kondition ist angesagt. Seht ihr den Baumstamm da vorne? 50 die Hose von Loco killt mich. Zurück. Das Ganze unter 10 Minuten. Los. Ein bisschen wie in echt. Ich bin ganz schön schlau, seht ihr? Ich guck, der guckt nicht hin. Er wird auch erstmal nicht weitergelaufen, ne? Bis er wieder hinguckt. Na, jetzt geht's ja weiter. Bisschen mehr Tempo. Schön, eins. Guck mal, wie schnell ich bin. Ey, du hängst da ein bisschen hinterher. Oder bist du vorne? Ja, ich bin vorne. Okay, mach weiter. Leute, work smart, not hard. Schön. Endlich. Gerade noch knapp geschafft. Ich bin hier stolz auf euch. Das habe ich erwartet. Boah, okay, jetzt erstmal eine Pause, ist glaube ich genau das, was wir brauchen. Ja, Mann. Meinst du? Also ich könnte noch. Kannst du mal? Ja. Mach mal 50, los! Okay. Wenn du es nochmal machst, ne? Hast du sehen, was du machst. Okay. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich das schaffe, ne? Ich komme hin, ich dachte, ich habe hier ein bisschen Viber, so ein bisschen Tindern. Jetzt auf einmal muss ich hier jeden Tag laufen, also. Boah, es wird echt schwer, aber ja, ich werde mal weiter versuchen, es einfach so ein bisschen zu faken und die Viber, die werde ich schon noch ins Haus kriegen. Ich dachte, ich komme hier hin, kann ein bisschen Viber, ein bisschen Tindern, Leute. Das Schlimmste ist, es stand nicht mehr im Skript. Es war einfach so, ich sollte einfach irgendwas sagen, was gerade so Gonzales sagen würde. Ganz hallo. Und dann dachte ich so, okay, der will Tindern so, der will hier nicht Fußball spielen. Ach Gott, ey. Das ist auf jeden Fall eine der schlimmeren Folgen für mich. Also zum Angucken, weil es halt, natürlich ist alles todeswitzig so, aber das ist schon ein bisschen Fremdschämen hier, ne? Emily? Wer kommt jetzt, Leute? Hallo? Wo bist du? Du bist schon vor der Villa? Ja, okay, warte, ich komm, bleib da. Oh, wie kann das sein, ey? Jetzt muss ich leise sein. Okay. Halt! Ist doch schon längst Sperrstunde. Was haben Sie denn noch zu suchen? Herr Günther, ich wollte noch ein paar Runden auslaufen, genau. Also gar nicht lang genug. Das okay. Training hat mir okay. So gefallen, da wollte ich noch ein bisschen diese... Sag ich das schon gleich, dann komm ich direkt mit. Ja. Nach hinten. Ja, klar. Schluss ist niemand, der so sehr für seine Rolle lebt wie Loco. Er lebte für diese Rolle. Ja, unglaublich. Ich gehe wieder rein. Ja. 10 Stunden Schlaf ist wichtig. Für also, dem musste gar nicht sagen, was er sagen soll. Das kam einfach aus der Pistole geschossen. Der war einfach wirklich bipolar. Das war einfach eine andere Person. Emily. Ist bei dir aber auch gut trainiert im Sommer. Ja, ist mal auch ein bisschen. Hat ein bisschen Arme definiert und so. Sieht stabil aus, ne? So bescheuert. Okay, ich glaube, du wirst es. Ganz kurz, an der Stelle weiß ich immer noch nicht, ob der Sound wirklich so laut war oder ob das ein Fake-Sound ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da nicht mitgedreht. Also ich weiß nicht, was ich da gemacht habe.
Spaß. Ich weiß wirklich nicht, was ich da gemacht habe zu der Zeit, aber ich habe keine Ahnung, ob die Tür zu laut war, weil irgendwie klingt das echt, aber irgendwie auch fake. Ich weiß auch nicht. Ja, Herr Günther. Du hast dein Wasser vergessen. Danke, danke. Im Haus. Ja, ist ein bisschen was drin. Wichtig. Hydration. Ja. Und morgen um 4:30 geht's weiter. Das Training hat dir so gut gefallen. Und mal ein bisschen früher was, ne? Ja, klar, 4:30, gar kein Problem. Ja. Ab ins Bett. Dann geh ich mal jetzt ins Bett, ne? Moment mal. Was ist das denn? Was? Da ist nichts. Da ist nichts. Seht ihr? Achso. Komm, das sind Mücken und Viecher. Ey, ist die Tür echt auch nicht? Geil. Ja, ausschlafen. Mach mal jetzt. Mach mal jetzt. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass er das gesagt hat. Er packt an die Hose und sagt, mach mal jetzt. Oh Mann. Jetzt kommt auch ein richtiger Ehrencharakter mit in die Sendung. Ein richtiger Ehrencharakter. Was ist denn jetzt los? In diese unchristliche Zeit? Mein Schweinpfeifer, den ich lang machen. Ich glaube halt wirklich, dass Loco zu Hause so im Bett liegt, ne? Mit einer Sonnenbrille. Den kaufe ich mir. Er wird sicher, ey. Er war klar. Was soll das denn um die Uhrzeit? Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Oh, das war das Ende. Ja, Leute, ich denke mal, die meisten können schon erkennen, wer das da am Ende war. Aber die Folge war auf jeden Fall spannender. Da ging es auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr zur Sache. Und ihr habt meinen Charakter mehr kennengelernt. Ja Leute, das war die zweite Folge. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sie gefunden habt. Nochmal vielen, vielen Dank für so viele Kommentare. Da habe ich über 100 Stück im letzten Video. Wer noch nicht auf der Tafel ist, sagt Bescheid. Er kommt drauf. Mal schauen, wie schnell wir das Ding hier voll kriegen. Und macht die 200 Likes voll, um den Vlog am Mittwoch zu kriegen. Und ja, ich schneide das Ganze jetzt, damit ihr es dann gegen 18 Uhr seht. Und habt alle noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.